Super. Ich würde mal sagen, dann sind wir aber alle ready, oder? Ja. Dann können wir losgehen. Viel Spaß. Viel Spaß. Oh, Detective ist der Zwergi. Okay, was war nochmal die Rolle des Detectives? Gar nichts kann ich machen. Okay, ansonsten. Ach, Fußspuren, ich sehe Fußspuren. Ist ja geil. Ich sehe eine blaue und eine grüne Fußballspiel. Ich sehe einen Liss, ich folge mal dem Liss. Wo ist denn der Liss lang? Okay, hier nicht. Gut, dass ich Fußspuren sehe. Das Detektiv siehst also Fußspuren und kannst sagen, als wenn eine Leiche getötet wurde. Jemand eine Leiche getötet, genau. Wenn getötet wurde, kannst du sagen, wer ist da kurz vorher lang gelaufen. Okay, da fehlt die Beschriftung. In der Mod. Kannst jetzt eventuell den Imposter identifizieren als Detective. So, ich habe meine Garnik hingelegt. Falls man Vampir mal wieder beißen will. Okay, wir sollten mal Alarm machen. Oder auch nicht. Wasserrad-Task. So, da ich mein Task, sondern jetzt besser mal noch. Oh, blaue Fußspuren. Lustige Fußspuren sind das. Orange seit 21 Sekunden. Oha. Ja, der ist schon. Okay. Er liegt in O2 am Baum. Oh. Oh, da waren okay. Aber drei. Da war ich gerade auf dem Weg dorthin. Da wurden mir auf dem Admin-Panel gerade drei Leute angezeigt. Ja, ich bin kurz gerade rein in O2. Gerade und hab gerade den Müll rausgebracht. Dann habe ich Tia gesehen. Hat es auch reportet. Und Zwergi ist mir entgegengekommen, gerade eben noch, als ich wieder raus bin. Ja, aber von unten, ich bin gerade reinspaziert. Mhm. Ich muss noch schnell aufs Klo, ich komme gleich wieder. Und Phil ist in den letzten 15 Sekunden ungefähr gestorben. Okay. Oh, aber weißt du wohin? Wo? Nee. Nee, ich nie. Okay. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Also ich bin im Lab unterwegs. Ja, da waren zwei Punkte. In O2 waren drei. Und der Rest ist meines Wissens lag, glaube ich, auf der Karte halt außerhalb der Räume. Laut Admin. Wo waren denn die anderen Herren? In zwischen Weapons und komm. Ach ja, kommt noch einer. Ich bin nach dem Alert nach unten gelaufen Richtung Weapons. Dann kam der Report. Wer war gerade eben im Lab? Ich. Wer ist denn hab ich? Red. Ich hab's missgescannt. Hast du da noch jemanden gesehen? Na, ich bin ja rechts in der Ecke gewesen. Ich habe nur gesehen, dass die Tür aufging. Unten beim Decon. Aber sonst war. Dann kam der Report. Okay. Wer war dann gerade bei Decon? Wie gesagt, ich bin gerade reinspaziert zum Auto. Wenn da niemand war, dann glaube ich nämlich, dass die zweite Leiche in Lab war. Und Red dann recht sass ist, weil es waren halt zwei Punkte da. Admin. Mhm, okay. Das Andi ist gerade rausmarschiert, als ich reinkam in. Das weiß ich noch, als ich gerade reinkam in Dingens. Das also Andi gerade raus. Ich skippe. Das ist ja, mir. Ja. Cooles Information. Skip. So, und weiter geht's. Ich habe noch Aufgaben. Und zwar in O2. Dort unten. Mit den Wasserrädern. Und hier eine.
Genau diese. Mit denen man super gut abgeschlachtet werden kann. Ich weiß nicht, ob diese Detektivrolle überhaupt einen Nutzen hat. Weil, ja. Gut, man kann die Leichen, man kann von der Leiche schon Schritte weggehen sehen, aber hat man es auch irgendwie gesehen. So, ich gehe mal bei Eckwick hier raus. Dann muss ich zu Specimen hin. Mach mal einen Spaziergang. Auf der Suche nach ein paar Fußspuren. Die Camouflage hat schon wieder Alarm gemacht. Was heißt der Alarm? Der hat schon wieder camouflaged. Ach, verdammt. Ich habe okay. Im Lifeline gesehen, dass zwei tot sind. Sehe dann im Admin-Panel, dass jemand, zwei Leute, ja genau, bei den, sehe ich, dass dann welche drin sind bei mir und Admin, und ich sehe Andy auf dem Vent. Ich glaube, er war Ingenieur. Und jetzt tot. Jetzt ist er tot, auf dem Vent. Warte mal, wen hast du, du hast Andy dann gefunden? Genau, ich habe Andy beim Vent unten im Admin-Panel gesehen. Okay. Ich bin gerade ins Specimen rein, weil ich dann noch meine zwei Tasks habe. Um wo denn? Beiden. Um welchen Dekon bist du denn ins Specimen rein? Da wo der Knoblauch liegt, vom Büro unten. Okay, also warst du in der Nähe des Kills. Keine Ahnung, wo war der Kill? Bei Communications, aber der Communications, da war ich auch schon. Nee, ich bin ja oben von Nap aus rein, ich bin dort oben, ich habe eine Schleife gemacht, ich bin ja von. Die Leiche liegt auf dem Vent in Admin-Panel. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Und zuerst sagst du, du bist. Ne, ich bin durch den Büro rein. Und jetzt bist du von oben rein? Ja, ich bin Büro oben rein. Ich bin oben bei der Lava ins Büro rein. Und bin dann unten. Also bist du da entlang gelaufen, wo die Leiche liegt? Nee, die Leiche liegt ja in Communications. Nee. Wieso liegt die? Nee. Red sagt doch gerade, dass die Leiche auf dem Vent in Admin liegt, also im Büro. Unten links, in dieser kleine Ecke da. Beim Bücherregal. Da bin ich dann vorbeigelaufen, aber hab nichts gesehen. Dann liegt er zu weit hinterm Regal versteckt. Ich bin ja direkt am Regal. Ich persönlich finde es halt gerade komisch, zuerst sagst du, du bist. Ach ja, Büro, wollte mich jetzt wieder raus, weil ich das. Ich bin dort beim Lab runter. Ich war oben beim Lab und bin vom Lab runter zum Büro, und dann bin ich im Büro zu den Contamination und in Specimen. Aber warum macht man diesen Weg, wenn man zu Specimen will? Ja, also wie gesagt, ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich war bei O2, bin dann hochgegangen. Ich hätte auch unten lang laufen können, aber ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich bin oben durch Electric Kill, und dann bin ich dann ging das Hass, aber also antwortet mich halt raus, meine Fresse. Das klingt blöd, aber es. Ich bin Detective. Scheiße gelaufen. Dumm gelaufen. Ging zass, ich verstehe es. So ein Dreck. Ich habe den falschen. Ah, die Trickster-Box. Das ist eine neue Rolle. Dumm gelaufen. Ich hätte den Spaziergang nicht machen müssen. Und schlimm erklärt. Damit haben sie verloren. Wieder vom Imposter, klassisch vom Imposter abgelenkt. Das ärgert mich. Oh Mann. Mit meinen blöden Erklärungen von Imposter abgelenkt. Dass ihr euch von meinen blöden Erklärungen von Imposter ablenken lasst, das ist. Danke, Thorab, dass wir wieder zusammen und diesmal sauber einen Kill gemacht haben. Ja, geschickt. Ja, ist dumm gelaufen, meine blöde Erklärung, aber dass ihr das. Denkst du, ich sehe nicht, wenn du im Vent bist, Andi? Da haben wir Imposter natürlich gewonnen, wenn er mich rausholt. Ich hab in dem Moment nicht nachgedacht. Ach, es ging auch ziemlich schnell, dass du aus dem Sack kamst. Sorry für den Kill, aber ich hab gesehen, dass du Snitch warst. Ich musste dich wegmachen. Aber habt ihr nicht gesagt, dass die Leiche bei Communications lag? Nein. Ich habe gehört, dass irgendjemand gesagt hat, dass die Leiche bei Communications. Wolfman. Ist doch. Communication, das war. Ja, ich habe Communications gehört.
Wolf lag ein bisschen weiter unten bei dem einen Weather-Dings, weil. Ja. Weil Wolf. Und ja, den Spaziergang hätte ich mir klar sparen können, weil es ist dann wirklich eine blöde Sache, das würde ich dann halt. Weil wirklich unter, Wolf, du wirst dem Imposter dann früher angezeigt als Snitch, als dass du den Imposter siehst. Ja, scheiße, da ja, haben's. Das hat den Imposter sehr genutzt. Zwei Tasks musst du noch machen. Ja. Wir haben es auf zwei Tasks gestellt. Ein Task ist nämlich ein bisschen kurz, das ist ein bisschen blöd. Aber ja, zwei Tasks, deine letzten zwei Tasks, dann kriegen wir. Einfach wegrennen, wenn jemand zu dir nachkommt. Dann. Ja, aber das ist ja.